Du, jetzt ein ganz großes Danke an meinen Mann schreien, denn er hat mir meinen Spiegel umgehängt. Und jetzt kann ich viel, viel besser filmen. Und ja, bin ganz froh, jetzt teste ich das mal. Ich hoffe, es klappt alles. Ich hatte vor einer ganzen Weile schon eine Anfrage bekommen bezüglich Concealern, wie ich denn die Augenringe abdecke. Und tut mir leid, dass ich erst so spät darauf eingehe. Ist halt immer so, ne? So viel habe ich gar nicht dazu zu sagen. Ich finde, ich bin nicht das beste Beispiel dafür, wie man das abdeckt. Ich habe ziemlich starke Augenringe, wobei die in der Vergangenheit doch deutlich extremer waren. Und ich mag es eigentlich, wenn sie gar nicht so zugekleistert sind. Ich finde sie, wenn sie total abgedeckt sind, dann gucken meine Augen ein bisschen kleiner. Also mache ich mir das ein bisschen zunutze. Ich habe aber wirklich trotzdem sehr, 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 sehr viel ausprobiert in der Hinsicht und bin am Ende doch dabei angelangt, dass ich dieses Produkt verwende. Das ist der Bobbi Brow Eye Brightener in Light. Und MAC Moisture Cover war eigentlich so meine erste Wahl davor. Deckt aber bei mir nicht so gut ab. Und nicht so gut wie der hier. Und etwas zu der Concealer-Theorie, sage ich mal, hinterher oder nebenbei. Das ist so ein flüssiges Zeug, das ziemlich peachig aussieht. Besonders die dunkleren Nuancen davon sehen richtig orange aus. Und das ist auch wirklich das Geheimnis für die Augenringe. Ich habe ja eher so lila-blaue, weniger grüne. Da ist eben halt ein rosa Stich auch wesentlich dafür. Es ist witzig, denn es widerspricht eigentlich der Farbtheorie. Denn normalerweise so sucht man ja die Komplementärfarbe, um etwas zu neutralisieren. Das wäre ja bei so einem Blau-Lila ja eher was Gelbes, was man ja auch immer sagt. Und das habe ich jahrelang auch immer gemacht und war sehr, sehr unzufrieden damit, denn es wirkt so ein bisschen aschig und vor allem habe ich viel rumgekleistert und das sah wirklich nicht so gut aus. Das neutralisiert bei mir echt gut. Ich benutze dafür immer den MAC, ja, da sieht man nichts mehr drauf, MAC 217er, das ist so ein fluffiger Pinsel und dippe da so ein bisschen hinein, streife es am Deckel ab und fahre dann so über diese fiesen, fiesen Krater und arbeite es dann hinein. Also es gibt von Make-up Artists eben auch den Tipp, dass man sogar richtigen orangen, matten Lippenstift hernehmen soll dafür. Unter dem Concealer. Und das klappt wohl ganz gut. Ich habe das noch nicht probiert. Warum eigentlich nicht? Und ich tue auch ein bisschen hier außen hin. Da ist ja auch immer so ein leichter Schatten. So sieht das dann aus. Ich lasse mal die andere Seite frei, damit ihr dann immer wieder drauf gucken könnt, wie scheiße ich vorher aussah. So. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt so ein bisschen den Unterschied sehen. Da kommt ja noch Make-up drauf. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, den Unterschied. Bei dem MAC Moisture Cover, der ist so ein bisschen, da scheint das Dunkle noch etwas mehr bei mir durch. Und ich finde diesen Applikator-Gedöns finde ich nicht so gut. Obwohl ich da auch eigentlich mit dem Pinsel immer so drauf pappe und ihn dann appliziere. Aber es ist halt ja, so eine Launensache. Mal nehme ich den, aber eigentlich bin ich mit dem sehr zufrieden. Gefällt mir so an sich. Was ich noch gern sagen wollte. Also für mich gibt es also einfach zwei Arten von Concealern. Jetzt reime ich mir jetzt so zusammen, ob das jetzt nun wirklich die Weisheit der Make-up-Artist ist, weiß ich nicht. Es gibt nun mal die Concealer, mit denen man kleine Pickelchen verdeckt. Hier die Rötungen um die Nase herum und vielleicht Narben. Das sind dann immer die pastigen, die richtig dicken, wie die zum Beispiel der naja, der von MAC, dieser richtige pappige Full Coverage Concealer. Der zum Beispiel, ich finde den absolut ungeeignet für die Augenpartie, weil der deckt halt ab. Diese Dinger funktionieren durch Licht, durch Reflexion. Das Licht, das auf uns drauf scheint, wird reflektiert und wenn hier dieses Dunkle hindurch scheint, kommt es nun mal dann eben auch so beim Auge an. Wenn wir das, aber dieses Licht verändern, indem wir die Farbe nun mal neutralisieren, nur durch Licht und nicht durch einfach eine Schicht darüber,
funktioniert das, finde ich, besser. Es ist, diese Partie ist so sensibel und wenn man da auch was drauf klatscht, ich finde, es sieht dann so massiv aus. Es nimmt so ein bisschen die Konturen, die feinen Konturen, die man hat und meist wirkt es dann einfach wie so ein Klotz da drauf. Und dazu sieht man, finde ich, dass man trotzdem die Augenringe irgendwie so ein bisschen betont. Und wenn man dazu spachtelt, es sieht einfach nicht aus. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Je leichter und flüssiger, desto besser. Ich würde da einfach nichts Dickes nehmen. Zumindest versucht den leicht deckenden, aber mit Licht funktionierenden eine Chance. Wenn sie dann auch noch so Reflexpartikel haben, ist super. Dieser YSL, also Yves Saint Laurent Touche Eclat oder wie er heißt, ist ja auch überall beliebt. Funktioniert mit demselben Prinzip. Den gibt es ja auch in Rosa. Der neutralisiert nicht nur das reflektierte Licht auf den Augenringen, sondern er hat ja auch noch so kleine Schimmerpartikel, die das Licht dann eben noch streuen in alle Richtungen so ein bisschen. Und so hat man dann eben mit Licht gearbeitet und nicht mit Spachtelmasse. Versucht es zumindest. Also wenn ihr schon lange, lange solche Dinger, die dann zukleistern, verwendet, es gibt dem Kram eine Chance. Ich habe jetzt mir auch noch von MAC den neuen Studio Sculpt Concealer gekauft. Erst dachte ich so, nee, nee. Hab den dann aber ausprobiert. Der kommt in so einem Gefäß wie der Paint Pot. Und der ist sehr, sehr cremig, gelig, aber sehr leicht. Er ist wirklich so ein Zwischending zwischen so einem flüssigen und so einer Spachtelmasse wie dem Studio Finish Concealer, so heißt der. Und verteilt sich schon gleichmäßig. Und ich dachte mir, ich teste heute mal mit euch, wie der sich dann über dem Concealer verhält. Also ich würde den auf jeden Fall drunter packen. Irgendetwas Neutralisierendes in der Farbe. Und weil das wirkt einfach deutlich mehr Wunder als 10 Schichten etwas, was richtig mies, also fies deckt. So, ich weiß nicht. Sieht man da schon mal einen Unterschied? Den habe ich aber in NC gekauft. Einfach, weil ich den auch im Gesicht verwenden wollte. Und in Rosa, also in NW15, wo ich dann auch immer den Moisture-Cover habe, würde er ja Rötung hervorheben. Und das wollte ich nicht so gern. Also ich tappe mit dem Pinsel in das Gefäß hinein, was ja rein hygienisch vielleicht nicht der so der Clou ist, ist aber meins und ich muss sagen, so mit Spachteln und sowas. Das Ding ist schneller leer, also das ist irgendwie. Also finde ich nicht schlecht. Ich finde aber, das mit dem Rosa wirkt schon ein bisschen gesünder. Hier wirkt das immer so ein bisschen fahl und aschig. Welches Problem ich dabei immer habe, ich weiß nicht, ob das auch für euch gilt, wenn ich da jetzt mit Make-up drüber gehe. Es ist so, als ob das Make-up das so ein bisschen auflöst und wegwischt. Dann gehe ich auch noch nach dem Make-up noch einmal drüber. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist halt, diese Gegend auch abpudern, sonst setzt es sich in den Fältchen ab. Ich verwende dafür so ein selbst gemischtes Zeug. Ich nehme das jetzt einfach mit dem Concealer-Pinsel, wenn ich schon mal dabei bin. Einfach mal abdecken. Und was sich bei mir die Mekine mal gemacht hat, ist, wenn sich das Zeug dann absetzt, mit dem Stielende einmal drüber gehen. Der ist nämlich schön eben und nicht so wie der Finger. Und wenn man mit dem Finger geht, dann finde ich, kriegt man ganz schnell die Fingerabdrücke selbst drauf. Klappt ganz gut. Bei mir ist es so, wenn ich da einmal wirklich einmal drüber gegangen bin, dann setzt es sich auch gar nicht mehr ab. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel für Augenringe abdecken, weil, wie gesagt, ich habe es gerne ein bisschen schierer und ich habe ziemlich starke und so mit Spachteln ist nicht. Aber ich bin absoluter Verfechter der Lichtreflexionstheorie und kann sie jedem ans Herzen legen, der so mit Augenringen ein bisschen Problemchen hat. Naja, bis denn.